Die Grünen waren am schnellsten. Als erste der drei Regierungsfraktionen haben sie heute ihren neuen Fraktionsvorsitzenden gewählt. Einstimmig. Den Innen- und Haushaltspolitiker Björn Fecker. Er hat viel Arbeit vor sich. Na, wir müssen uns natürlich erstmal ein bisschen intern sortieren. Schauen, dass wir drei Fraktionen zusammenkriegen. Die müssen zusammen Anträge bauen. Sie müssen zusammen im Parlament agieren und in den Ausschüssen und Deputationen. Da ist noch ein bisschen was zu bewerkstelligen in den kommenden Wochen. Fecker war während der vergangenen Wahlperiode bereits stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Er übernimmt das Amt von Maike Schäfer, seit heute Umweltsenatorin. Und er hat sich einiges vorgenommen für die Arbeit im rot-grün-roten Bündnis. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen von SPD und Linken. Ich glaube, wir haben viele gemeinsame Schnittmengen. Natürlich trennen uns auch Sachen und Punkte, aber ich glaube, uns wird auszeichnen, dass wir sie in vernünftiger Art und Weise ausdiskutieren und am Ende auch gute Ergebnisse für unsere Stadt liefern. Zu seinen Stellvertreterinnen wurden Sahanim Görgü Philipp rechts und Henrike Müller gewählt.